Der Start für das 7. Rennen ist frei. Start frei. Das 7. Rennen ist die erste Abteilung zum Bodenbrock-Rennen der Stuten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Teilnehmer sind auf dem Weg hinter dem Startwagen. Sehr viele holländische Stuten hier heute am Start. Also da sind wir gespannt, wer am Ende hier als Siegerin vom Feld geht. Favorisiert die Startnummer 3, Motion Tour, die Lastbäckerin mit Heinz Wevering im Sulki bei 19:14. Meter bis zur Startmarke. Das 7. Rennen, Bodenbrock-Rennen, Stuten, erste Abteilung 2017 ist gestartet. Charlotte Newport beginnt hier am schnellsten gegenüber Lady Nadine. In der Mitte ist auch Noras Asmitz von der Partie. Es geht durch den ersten Bogen gleich hinein und Charlotte Newport hat das Kommando gegenüber Lady Nadine. Außen trabt dann Noras Ass in der dritten Position. Fehler von Happy Steel. Fehler die von Weil noch. Und 8 ist rot. Das war Cowgirl, ist auch aus der Partie. Rot. Es geht durch den ersten Bogen. Charlotte Newport ist an der Spitze. Dahinter ist Lady Nadine und die attackiert bereits in zweiter Spur die führende Charlotte Newport. Das Feld ist nun vor den Tribünen und Charlotte Newport ist an der Spitze und wird nun außen attackiert von Lady Nadine, die jetzt nun an die Spitze geht. In der dritten Position haben wir dann, wer ist es? Das müsste Motion Pur sein. Nummer 1 des Rot. Cassandra Pro ist auch aus der Partie. Die nächste Zwischenzeit ist 13:02. Motion Pur in der dritten Position. Viertes Pferd ist hier Noras Ass. Dahinter trabt dann Himoko Greenwood und am Ende des Feldes trabt Mary Angel. Am 1000 Meter Pfosten ging es vorbei, 13:02 wie erwähnt, die zweite Zwischenzeit. Lady Nadine ist an der Spitze, eine Länge dahinter, Charlotte Newport in der dritten Position, Motion Pur. In zweiter Spur kommt jetzt nun Himoko Greenwood in zweiter Spur riesig voran. Es geht nun auf die Überseite, Lady Nadine mit einer Länge an der Spitze, in der zweiten Position Charlotte Newport, dann Motion Pur. Himoko Greenwood ist in der dritten Position, Mitte ging gegenüber. Lady Nadine mit einer Länge an der Spitze, außen Charlotte Newport, dann Motion Pur, Noras Ass an der Innenkante, dann trabt außen Himoka Greenwood. Ende gegenüber, Lady Nadine mit einer Länge, außen Charlotte Newport, innen Noras Ass, dahinter außen in zweiter Spur Motion Pur, dahinter trabt dann Himoka Greenwood. Im Schlussbogen, Lady Nadine mit einer Länge, außen Charlotte Newport. Es geht durch den Schlussbogen, dahinter ist Motion Pur und Himoka Greenwood. Durch den Schlussbogen, die Zwischenzeit war 13:04. Lady Nadine an der Innenkante, außen Charlotte Newport, Noras Astan, Motion Pur. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. In der Distanz, innen Lady Nadine, außen Charlotte Newport. Dahinter kommt Motion Pur, ganz außen kommt Timoko Greenwood dazu. Charlotte Newport ist vorn, außen kommt Timoko Greenwood. Hugo Langeweg oder innen der Goldhelm, Kampf bis zur Linie. Charlotte Newport, der Goldhelm macht es. Außen Timoko Greenwood, dahinter Motion Pur und Noras Ass. Der Goldhelm zeigt den Weg ins Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Siegerin der ersten Abteilung zum Buddenbrock-Rennen der Stuten. Es siegte die Startnummer 7, Charlotte Newport für Berlin mit Michael Nemczyk im Sulki. Zweiter die 2, Himoko Greenwood mit Hugo Langeweg Junior.
Und dritter die 3, Motion Pur Heinz Wevering. Vorläufig für die Dreierwette im 7. Rennen. 7, 2, 3. Vorläufig 7, 2, 3. Die Starter für das 8. Rennen, das Trotto.de Jackpot-Rennen. Beachten Sie bitte, meine Damen und Herren, keine Dreierwette jetzt hier zu spielen im 8. Rennen. Dafür das 8. Rennen mit der Viererwette und der Garantieauszahlung in der Viererwette von 7.777 Euro inklusive eines Jackpots von 1.557 Euro. Keine Dreierwette jetzt hier im 8. Rennen, dafür die Viererwette im Angebot mit der Garantieauszahlung. Es starten 10 Pferde, 2 Placewetten. Das Rennen wird mit dem Auto gestartet. Die Distanz 1.900 Meter.